Gast ist Andreas Gradinger. Hallo, servus. Student und Fußballprofi. Wenn du dich vielleicht kurz vorstellst. Ja, wie gesagt, ich bin der Andreas Gradinger, komme aus St. Pölten, in der Nähe von Bottenbrunn, ist ca. 7 Kilometer nördlich von St. Pölten. Ja, und ich bin aufgewachsen auf einem Weingut in der Wachau. Dann nach ca. 7-8 Jahren Wachau bin ich hierher gekommen, nach St. Pölten. Und mit 12 Jahren habe ich dann zum Fußballspielen begonnen. Und wie bist du zum Fußball gekommen? Es wäre der Weg zum Weinbau ja irgendwie naheliegend gewesen. Natürlich, aber ich habe natürlich nicht, aber ich habe einen Bruder, der um eine älter ist wie ich. Und der hat sich mehr für den Weinbau und für die Rebtechnik interessiert. Wie wir da früher gemeinsam in meinem Weingarten waren, war halt er mit der Schere unterwegs und ich mit dem Fußball. Und irgendwann haben dann die Eltern gemeint, okay, wenn du das machen willst, dann werden wir dir keine Steine in den Weg legen, wir werden dich unterstützen. Das heißt, es kann nur einen Weinbauern in der Familie geben, der andere muss Fußballer werden, sozusagen. In diesem Fall war es dann so, ja. Okay, wie bist du genau zum Leistungssport gekommen? Also, ja, es war dann so, mit 12 Jahren habe ich dann begonnen mit dem Fußball, eigentlich ziemlich spät, weil eigentlich fängt man schon ein bisschen früher an. Und meine Karriere habe ich dann begonnen bei Admira Wacker Mödling in der Jugendausbildung. In BNZ hat das damals geheißen, jetzt heißt es Akademie. Und ja, nach 2-3 Jahren Admira bin ich dann aus schulischen Gründen, weil ich die Hake in St. Pölten gemacht habe, in das BNZ St. Pölten gewechselt. Und mit 17 Jahren bin ich dann von St. Pölten weg und habe quasi meine Jugendausbildung Fußball abgeschlossen. Das heißt, diese Leistungssportschule hat es damals noch nicht gegeben in St. Pölten, deswegen genau, wegen der Südstadt. Genau, dieses OEG-Leistungssport hat es damals nur in der Südstadt gegeben. Und deshalb bin ich halt zu Beginn in der Südstadt tätig gewesen. Und wie ist deine Karriere so verlaufen von Beginn an? Ja, also am Anfang habe ich natürlich sehr schwer getan, weil halt sehr viele Wiener dort waren. Da muss man sich ein bisschen durchboxen. Aber ich habe dann das Glück gehabt, dass ich nach einem halben Jahr Admira mit 15 Jahren ins Jugendnationalteam einberufen worden bin. Und von dem Punkt an kann man sagen, ist eigentlich der Fußball bei mir immer wichtiger geworden. Man fühlt sich dann wirklich sehr wohl, wenn man dann einmal gegen Frankreich oder Holland spielt, die Hymne hört und weiß, okay, es ist gut, auch wenn es halt nur Nachwuchs war. Und dann hat sich das immer weiterentwickelt und ich habe dann genau gewusst, okay, das mache ich gern, das mache ich gut und dabei will ich bleiben. Okay, und das heißt, wie war das so der Abschied? Weil du bist wahrscheinlich mit 15 ins Internat gekommen in der Südstadt. Ja, natürlich war es am Anfang schwierig. Die ersten Wochen oder Monate hat man natürlich Heimweh, sehr klar. Da telefoniert man auch viel mit den Eltern, weil es natürlich am Anfang schwierig ist, dass man gleich Kontakte knüpft. Aber so wie es oft ist im Leben, der Anfang ist schwer. Und wenn man dann was will und halt offen ist für neue Kontakte, passt das dann. Ich habe dann Freunde gefunden, die ich jetzt noch habe. Und dann nach 2-3 Monaten hat es dann wirklich super passt bei der Admira. Okay, das heißt, bei den ersten Erfolgen hat sie dann auch... Hat es dann gleich, hat das gleich. Und wie ist dann so weiterverlaufen? Also Admira war dann scheinbar nicht die... Admira war eigentlich eine super Adresse. Ja. Nur bei mir war im Hintergrund von Beginn an auch natürlich gepusht durch meine Eltern die schulische Ausbildung sehr wichtig. Ich habe, wie gesagt, damals die Handelsakademie besucht. Bin dann leider Gottes vielleicht durch den Stress, ich bin jeden Tag mit dem Zug aufs Training gefahren, nach Mödling. Also du warst weiter also in der Südstadt? Genau. Okay. Also am Anfang im Internat und dann eben nicht mehr, dann habe ich es mit dem Bändel probiert, damit ich mehr in der Schule sein kann. Und im Endeffekt war es dann so, dass sich das dann mit der Handelsakademie St. Pölten nicht mehr ausgegangen ist. Und dann bin ich aus schulischen Gründen ins BNZ St. Pölten gewechselt. Okay. Das heißt, das war bei dir auch bis zur Matura das klassische Problem, Schule, genau. Leistungssport, ja, genau, bis in Österreich. Das war nicht so gut definiert damals. Okay. Und wie ist es dann weiterverlaufen nach der Matura, sportlich? Ja, genau, dann war ich noch ein Jahr bei St. Pölten, BNZ. Dann die erste Station als erwachsener Spieler war halt dann unter Frankie Schinkels bei St. Pölten. Nationaltrainer war damals bei mir der Paul Gludowat, der jetzt Berit-Trainer ist. Und ich war dann von der U15 bis zur U19 im Nationalteam. Und habe dann halt bevor ich in so 21 Team also gekommen bin, war meine erste Station im Erwachsenenfußball St. Pölten beim Herrn Schinkels. Und wie würdest du generell so die Situation jetzt für junge Fußballer in Österreich einschätzen? Wie sind die Entwicklungsmöglichkeiten? Ist es leicht, in die Bundesliga zu kommen? Kann man davon leben? Oder naja, ich sage mal so,
Meine persönliche Meinung, ist es so, dass es im Moment, also Österreich und St. Pölten auch den richtigen Weg geht. Das heißt, viele Vereine haben jetzt einmal nicht das Budget, das sie vor 10, 15 Jahren gehabt haben, rein finanziell. Deshalb müssen sie auf die jungen Spieler zurückgreifen, weil die natürlich billiger sind, aber meiner Meinung nach auch besser, weil sie die wollen. Ein junger 16-, 17-Jähriger sollte in der Meinung so sein, dass das Geld jetzt nicht so wichtig ist, dass er mal Gas gibt und beim Training. Und das funktioniert in Österreich ziemlich gut. Also unsere jungen Spieler sind echt im Moment gut drauf, im internationalen Vergleich. Von der also Jugend auch der klassische, wie in vielen anderen Teamsportarten, Wirtschaftskrise als Chance für junge Österreicher. Sozusagen, so kann man es sagen. Im Moment ist es vielleicht so. Okay. Und wie ist es dann weiter verlaufen? Also ja, nach ein Jahr St. Pölten habe ich dann ein Angebot bekommen von Pasching, das ist in Oberösterreich. Mhm. Das war dann ein Bundesliga-Club. Da war eine Riesenspedition Hauptsponsor. Und dann habe ich leider Gottes damals auch den Fehler gemacht, dass ich dem Geld nachgelaufen bin. Und bin dann halt 3 Jahre nach Oberösterreich übersiedelt, nach Pasching. Und da habe ich mich dann im Endeffekt um den einen oder anderen Millimeter nicht durchgesetzt, habe den Sprung in die Bundesliga nicht sofort geschafft. Mhm. Natürlich war auch da der Grund, dass man eine extreme Konkurrenz hatte, weil dort wirklich andere Spieler waren als wir bei St. Pölten. Okay, zwar gut verdient, aber wenige sportliche. Genau, gut verdient unter Anführungszeichen. Aber sportlich war es zwar vom Training gut, aber richtig der Durchbruch war noch nicht da. Da ist dann erst später ein bisschen gekommen. Weil viele Legionäre waren und ja, oder die Situation weil ich schwierig war. Vielleicht auch einige Fehler gemacht habe. Wenn man noch jünger ist, lernt man das nicht so zu schätzen. Da kommt man leider nicht mehr erst später drauf. Und wie verletzungsmäßig ist es da gut gegangen? War ich muss sagen, verletzungsmäßig war damals noch alles okay. Bis auf einen kleinen Bänderriss beim Tennisspielen. Ja, aber Aber im Großen und Ganzen hat es passt. Okay. Und wie ist es dann weiter verlaufen nach Pasching? Und nach Pasching war dann mein nächster Weg Admira Wacker Mödling. Mhm. Also wieder zurück? Wieder zurück, aber halt nicht zu den Kleinen, sondern zu den Großen. Ja. Weil damals war ich ja dann schon 23 Jahre. Mhm. Und dann hatte ich echt eine super Zeit bei der Admira. Habe dann den Sprung in die erste Mannschaft geschafft, war Stammspieler. Und habe dann wirklich 2 super Jahre bei der Admira verbracht, wo ich dann wirklich ein richtiges Profileben hatte mit Stammplatz und allem drum und dran. Okay, und Sport den ganzen Tag. Und sonst? Hat alles gepasst, genau. Okay. Also klassisches Profi-Alltag. Klassischer Profi-Alltag. Okay. Montag, Dienstag, Mittwoch, 2-mal Training. Okay. Zum Mittag essen gehen, Kaffee und Kuchen und am Abend wieder Training. War aber super. Und wie würdest du jetzt deinen weiteren Verlauf beschreiben oder deine größten Erfolge bis dahin? Ja, nein. Es war ja dann so, dass ich dann nach der Admira noch kurz bei 2, 3 anderen Vereinen war. Wiener Sportclub, Vöcklabruck. Aber schlussendlich bin ich dann wieder zu St. Pölten zurückgekehrt, weil St. Pölten mittlerweile auch in der zweiten Liga spielt, also in der Bundesliga. Und ja, die größten Erfolge waren dann eigentlich mit der Admira, 2., 3. Platz. Mit dem SK in St. Pölten sind wir jetzt schon im 3. Jahr Bundesliga auch immer unter die Top 5. Mhm. Das ist auch für St. Pöltener Verhältnisse, für das Budget von unserem Club eine Top-Leistung. Und St. Pölten geht ja auch den Weg der jungen Österreicher, wenn man das so sagen kann. Genau, das kannst du so sagen. Das ist auch richtig so. St. Pölten setzt auf die Jugend. St. Pölten will wirklich junge Spieler herantreiben, die was sie dann entweder im eigenen Club halten oder möglicherweise auch für andere Clubs, die vielleicht größer sind oder vielleicht bessere oder mehr finanzielle Möglichkeiten haben. Diese Spieler können sich dann auch natürlich verkaufen. Und wie sieht jetzt generell so die Entwicklung des Fußballs in St. Pölten? Auch vielleicht, dass ein neues Stadion hier gebaut wird? Genau, Stichpunkt, gut, dass du das ansprichst. Stichpunkt neues Stadion. Gestern war ja der Spatenstich. Das neue Stadion ist ja Luftlinie nur 2, 3 Kilometer, okay, sagen wir 2 Kilometer oder sogar 1 Kilometer, ich weiß nicht, von der FH entfernt in Ratzersdorf. Und das ist ein neues Projekt, natürlich, Stadionprojekt. Da ist halt, ich glaube, der Bund, das Land und die Stadt St. Pölten dahinter. Und natürlich ist die Euphorie groß. Jeder junge Spieler oder jeder Spieler vom Kader möchte in diesem Stadion spielen. Und das langfristige Ziel ist natürlich auch, dass der SK in St. Pölten den Sprung in die Bundesliga schafft. Okay. Ganz nach oben. Wie viele Plätze ist das Stadion? Wie kann man sich das vorstellen? Soweit ich weiß, hat das Stadion 8000 Sitzplätze. Also es ist ein Rundstadion. Es gibt keine offenen Sachen. Okay. Keine Laufbahn. Also. Keine Laufbahn. Das ist ja bei Fußball zwar üblich, aber nicht so gut. Und es wäre auch theoretisch erweiterbar für 13.000 Plätze.
sollte St. Pölten irgendwann mal Europacup spielen. Das ist natürlich okay. Also als Fernziel. Die Vision auch, ist da. Man kann auch international spielen auf alle Fälle. Man könnte. Oder starten. Vielleicht für die nächste Euro oder keine Ahnung. Okay. Und jetzt hast du dich für ein Studium an der Fachhochschule entschieden? Ja, genau. Und kannst du vielleicht kurz erzählen, wie es zu der Entscheidung gekommen ist und wann diese Entscheidung gefallen ist? Ja, es gibt ja mehrere Typen von Sportlern, wenn wir jetzt beim Thema Fußball sind. Sag ich mal, es gibt mehrere Fußballertypen. Das gibt wahrscheinlich für andere Sportarten aus. Für andere Sportarten aus, aber okay. Fußball werden wir jetzt kurz besprechen. Okay. Und da gibt es halt einige, die sagen, okay, ich mache Fußball und sonst nichts, was eigentlich auch super ist. Aber ich bin nicht immer der Typ, ich wollte mich absichern am Plan B, wenn es nicht so hindert mit Verletzungen oder was auch immer, wenn man jetzt da vom Weg abkommt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, FH St. Pölten ist eine super Fachhochschule in Niederösterreich und ich spiele Fußball, ich wohne hier. Das würde sich perfekt anbieten, wenn ich hier mal zu einem Tag der offenen Tür komme, was ich vor 2-3 Jahren auch gemacht habe, habe mich informiert über das Studiumangebot. Dann habe ich mich entschieden, hier zu studieren, Medienmanagement, habe die Aufnahmekriterien erfüllt und studiere jetzt parallel zum Fußballspielen, Medienmanagement an der FH hier in St. Pölten. Dann kannst du vielleicht so beschreiben, wie dein Tagesablauf ausschaut, weil du hast ja wahrscheinlich am Vormittag Training, du hast am Abend Training, du musst zur Vorlesung gehen, du musst Prüfungen machen und wie kriegst du das alles unter? Ja, es ist gerade, wie wir schon gesagt haben, am Anfang ziemlich stressig gewesen. Du hast Montag, Dienstag zwei Einheiten, das heißt immer Vormittag zu Nachmittag, hast aber natürlich auch laufend deine Vorlesungen. Und da habe ich das große Glück, dass die FH St. Pölten meine sportlichen Tätigkeiten fördert. Es gibt bei der FH St. Pölten den Sportverein für Leistungssportler, die Sportförderung, in der ich auch Mitglied bin. Und da bekommt man als Spitzensportler eine ziemlich gute Unterstützung und somit funktioniert das auch ziemlich gut. Okay, wie kann man sich das vorstellen? Also, ja, es ist so, wir fahren ja 1 bis 2 Mal im Jahr auf Trainingslager, da sind wir dann gleich 10 bis 14 Tage weg, wo du auch Unterricht hast. Und da ist es halt dann so, dass von Seiten der Sportförderung wird das genehmigt, man wird von der Anwesenheit freigestellt und kann an diesen Lehrgängen teilnehmen. Okay, das heißt, du kannst das sehr gut unter einen Hut bringen. Man kann das beide super unter einen Hut bringen. Okay, und wenn du jetzt so deine nähere Zukunft anschauen würdest, wie lange glaubst du kannst nur im Leistungssport tätig sein? Ist so, oder? Im Fußball, es kommt darauf an, also ich persönlich bin Verteidiger, da ist die körperliche Verfassung extrem wichtig. Und ich sage mal, wenn man wirklich gut trainiert, sich gut ernährt, ab einem gewissen Alter genau das macht, was der Körper braucht, dem Körper das gibt, möchte ich auf jeden Fall bis 34, 33 Jahre Fußball spielen. Profimäßig, wenn es geht, zumindest bis 32. Und das siehst du ja als realistisches Ziel an in Österreich? Also. Natürlich, also da bin ich positiv gesehen, dass man da mit, also international gibt es natürlich immer Ausnahmen. Ja. Es gibt in Italien Spieler, die spielen bis 38, 40. Aber das ist halt nicht halt der Schnitt, das sind Ausnahmen. Wo sind die Hauptprobleme beim Fußball? Wo verletzt man sich da hauptsächlich? Ja, Sprunggelenk das Problem oder Knie? Oder ja, was? Das ist eigentlich ziemlich verschieden. Aber ich sage mal, das Hauptproblem, die Hauptproblematik beim Sportfußball sind die beiden Knöchel, die Sprunggelenke, wie du richtig gesagt hast. Weil es halt der Show ist, braucht man nur im Fernsehen zuschauen. Gerade bei den offensiven, dribbelstarken, guten Spielern, die kriegen immer eine aufs Sprunggelenk und da ist natürlich schon so, dass man sich leicht ein Band reißt, Blutergüsse oder andere Verletzungen hat. Also das hoffen wir mal nicht, aber wenn du sagen wir, deine Karriere ist zu Ende, wie willst du dann irgendwie dem Fußball verbunden bleiben, indem du Trainer wirst? Oder? Ja, also ich habe mir dann überlegt, wieder zwei Möglichkeiten. Ich werde nach meiner Fußballkarriere werde ich in den Trainerjob einmal einsteigen, werde mir das anschauen, reinschnuppern und natürlich werde ich nach der FH, also nachdem ich meinen Bachelor habe, werde ich auch hier den Master machen, wieder parallel zum Sport. Und dann muss ich mal abwarten, welche Wege, welche Möglichkeiten sich ergeben, ob ich jetzt mehr in der Medienbranche bleibe oder mehr im Sport. Was natürlich ein weiteres riesiges Ziel wäre, dass ich in meiner Zukunft das Studium Medienmanagement mit Sport verbinden kann, aber jetzt nicht als Sportler, sondern als Medienbeauftragter oder Pressesprecher von einem Fußballverein, in diesen Punkten. Welche Vorteile, glaubst du, bringst du als Leistungssportler mit, wenn du jetzt sagst, du benutzt das, was du studiert hast und möchtest irgendwo in die Wirtschaft gehen oder auch, wenn du mit Sport verbindest. Welchen Vorteil, glaubst du, bringst du mit, dass du
Leistungssportler bist oder warst dann. Okay. Ich glaube, ein Riesenvorteil von Sportlern oder jetzt von Leistungssportlern ist einfach der, dass sie Siegertypen sind. Sie wollen immer mehr. Die Luft im Sport ist wirklich so dünn im Leistungssport. Mhm. Es ist nicht so, dass du dich jetzt ein Jahr oder zwei Jahre auf die faule Haut legen kannst. Und wenn du das umsetzt, diesen Ehrgeiz und diese Entwicklung, die du mitmachst im Sport, wenn du das eins zu eins im Beruf umsetzen kannst oder versuchst es zumindest, glaube ich, hast du im Beruf ziemlich gute Chancen, dass du erfolgreich bist. Okay, du siehst das als Vorteil, wenn man vorher Leistungssportler war. Natürlich, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das kann ich jetzt nur unterstützen. So, jetzt gibt es eine Umfrage, wenn wir vielleicht das einblenden können, welche Fragen wir jetzt noch stellen sollen. Das wäre interessant. Die Frage 3 ist interessant. Die Frage 3, wie lässt sich ein zeitaufwendiges Studium und regelmäßiges Fußballtraining unter den Hut bringen? Das haben wir natürlich jetzt schon fast beantwortet. Okay. Vielleicht kannst du ein bisschen darauf eingehen, wie das Training bei euch aufgebaut ist. Wie oft gehst du in die Kraftkammer? Wie oft hast du wirklich Fußball? Wie oft machst du noch nur Grundlagenausdauer? Ja. Wie schaut das Training so aus? Okay, gehen wir auf die Frage ein bisschen näher ein. Also wie gesagt, Montag, Dienstag ist meistens Vormittagstraining. Da wird zweimal trainiert. Am Montag um 8.50 Uhr stehe ich meistens auf. Dann fahre ich gemütlich in die Kraftkammer. Da haben wir dann von 9.30 Uhr bis meistens 11 Uhr eine Krafteinheit und am Nachmittag ab 12 gehe ich dann meistens auf die Uni, gehe meine Vorlesungen und am Nachmittag um 16 Uhr ist das Nachmittagstraining. Wenn das zum Beispiel nur eine Stunde dauert und ich habe am Abend dann noch eine wichtige Vorlesung bis um 7 oder halb 8, werde ich dann natürlich noch hinschauen und wenn nicht, dann freue ich mich schon, wenn ich am Abend heimkomme, essen kann und irgendwann dann ins Bett fallen. Das heißt, du hast einen ausgefüllten Tag auf alle Fälle? Montag, Dienstag ist immer extrem stressig. Mhm. Mittwoch wird dann ein bisschen weniger, da ist dann wieder mehr FH. Mittwoch, Donnerstag, Freitag, weil da trainieren wir nur einmal. Mhm. Am Freitag ist halt dann Abschlusstraining und am Wochenende ist dann meistens, also nicht meistens, sondern in der Saison das Meisterschaftsspiel. Okay, das heißt, ihr spielt selten unter der Woche, ihr habt meistens das Spiel am Wochenende. Genau. Das heißt, du hast einen sehr geregelten Wochenablauf und unter der Woche ist kaum Spielbelastung. Genau, meistens unter der Woche ist nichts. Es gibt natürlich, wie in jeder Sportart, eine Vorbereitungszeit auf die Meisterschaft. Und da ist es natürlich so, dass der Stundenplan, der Fußballstundenplan, jetzt nicht so geregelt ist, dass da dann man sagen kann, du hast jetzt da 3 Wochen nur an diesen Tagen spielen. Mhm. Da werden dann auch ziemlich kurzfristig Spiele eingeschoben, wo man dann sagen muss, okay, da muss man dann in der FH sagen, Entschuldigung, ich habe jetzt ein Spiel, wie schaut's aus? Kein Problem. Okay. Da wirst du freigestellt, das passt dann. Aber auch. Dafür gibt es ja dieses Förderprogramm. Genau, mit diesem Förderprogramm. Okay. Einfach früh genug informieren und wenn das gut kommuniziert wird, ist das alles ziemlich okay. Also würdest du jetzt einem Leistungssportler nach der Matura raten, der jetzt sagen wir, im Umkreis von St. Pölten tätig ist, würdest du ihm raten, generell zum Studium oder würdest du sagen, probier mal, was geht im Leistungssport oder wie würdest du die Situation generell einschätzen? Also aus meiner Erfahrung, wenn ich das Rad zurückdrehen könnte, würde ich auf jeden Fall so schnell wie möglich nach der Matura, sofern man hier in Niederösterreich Fußball spielt oder eine andere sportliche Tätigkeit macht im Leistungsbereich, würde ich auf jeden Fall so rasch wie möglich versuchen, eine weitere Ausbildung zu machen. Mhm. Hier in der FH St. Pölten ist das Angebot ziemlich groß und man hat auch durch den Sportförderungsverein die Möglichkeit, dass man seine sportlichen Leistungen, also dass man die nicht zurückschrauben muss, sondern dass man die vereinbaren kann, dass das alles passt, wie du gesagt hast, dass man das ganze Paket Sport und Fachhochschule St. Pölten unter einen Hut bringt, damit man beides ausüben kann und damit nicht wirklich irgendwas zurückfällt. Okay. Gut, vielleicht gibt es eine zweite Frage, die zweitbeliebteste Frage. Können wir die noch einblenden? Na, das ist jetzt schwer abzuschätzen. Okay. Ich würde sagen, das ist quasi nicht abzuschätzen. Vielleicht musst du, wenn braun. Du kurz noch darauf eingehen willst, welche Ziele du noch verfolgst oder was denn noch. Was dir in nächster Zeit am Herzen liegt, wo du sagst, vielleicht möchtest du nicht mehr einen Vereinswechsel machen oder vielleicht den ganzen Sprung ins Ausland wagen oder sagst, du möchtest eher mit dem Studium fertig werden und schauen, was dann noch geht? Oder? Ja, weil du sagst, Sprung ins Ausland. Natürlich hat jeder Sportler, möchte dann irgendwann immer mehr. Wie ich damals in der U16 im Nationalteam gespielt habe, wenn wir dann in Holland oder in Deutschland waren, dann denkt man sich dann wirklich, okay, so wie es in Deutschland zugeht, das ist 2, 3
Stufen, Klassen besser noch wie in Österreich. Mhm. Da will man wirklich hin. Und ich habe dann mit 19, nachdem ich dann 35, 40 Länderspiele, Jugendländerspiele in den Beinen hatte, hatte ich die Möglichkeit mit einem Manager, dass ich nach Deutschland in die zweite Liga hätte gehen können. Im Nachhinein bereut man es. Ich habe mich damals nicht getraut. Mir waren die Familie, meine Freunde wichtiger. Aber ich sage mal, wenn man wirklich jung ist, ehrgeizig ist und den Mut hat, sollte man es auf jeden Fall machen. Und jetzt in meine sportlichen Ziele, dass ich schaue, dass ich mit St. Pölten, wenn es geht, in den nächsten ein, zwei Jahren in die Bundesliga komme. Oder wenn das irgendwie, aus welchen Gründen auch immer, man kann nicht in die Zukunft schauen, nicht klappt, dass ich auf jeden Fall möglicherweise in den Verein wechselt, aber in Niederösterreich bleibe, weil ich ja hier studiere und weil ich hier mein Studium auch zu Ende bringen möchte. Jetzt hast du gesagt, in Deutschland ist das Niveau sicher höher, das spielt für Basketball genauso. Wieso würdest du jetzt aus fußballerischer Sicht sagen, wieso ist in Deutschland zum Beispiel das Niveau in fast allen Teamsportarten eigentlich höher als in Österreich? Ich würde sagen, es liegt an zwei, drei oder mehreren Gründen. Man kann jetzt einmal sagen, Deutschland hat zehnmal so viele Leute. Okay, das ist die Standardaussage. Stimmt bis zu einem gewissen Grad natürlich aus. Aber ich weiß noch, wie ich damals ein Probetraining gemacht habe. Die Leute waren einfach extrem motiviert. Wenn die ein Training gehabt haben, also in diesem Alter zwischen 19 und 21, da hat kein Mensch gejammert, wenn jetzt der Trainer gesagt hat, Burschen, jetzt gehen wir 10 Kilometer laufen in der Vorbereitung, hat auf die Uhr geschaut, in 40 Minuten seid ihr wieder hier. Die haben wirklich Gas gegeben. Mhm. Einfach die Mentalität von unseren lieben Nachbarn im Fußball ist einfach um ein, zwei Stufen im Moment noch, hoffentlich wird es bald eine Stufe, besser. Also du meinst also, die Kombination von Mentalität und der hohen Leistungsdichte zwingt ja auch die Leute dazu, härter zu trainieren und deswegen ist das Niveau höher? Genau so ist es. Die haben natürlich viel mehr Konkurrenz und die geben wirklich Gas. Okay. Gut, ich glaube, das ist ein würdiges Schlusswort. Mir fallen keine Fragen mehr ein und wahrscheinlich fallen dir keine Antworten mehr ein. Nein, im Endeffekt haben wir das meiste besprochen. Okay. Wenn's Andreas, danke auf alle Fälle für deine Gesprächsbereitschaft. Danke fürs Gespräch, war sehr interessant. Okay, und viel Erfolg noch bei deinem Studium. Alles klar, danke vielmals. Okay.